Nerdspace. Nur mit einem gewissen Zögern, meine Damen und Herren, spreche ich heute über Mathematik und die Natur, weil die Natur ja eigentlich nicht unseres ist. Es ist ja die Mathematik ein Kulturprodukt und Mathspace ist eine Kulturinstitution, die jetzt schon seit über mehr als 12 Jahren meine Frau so großartig organisiert, und die Ministerien, die da stehen, unterstützen diese Kulturinstitution, und auch die Wirtschaftskammer Österreich, das K ist die Kammer, nicht die Kultur, Österreich unterstützt sie. Und aber trotzdem möchte ich über die Natur sprechen. Sie können sagen, es gibt natürlich auch Natur hier. Wir trinken ja zum Beispiel den Wein. Aber der Wein, der vom Weingut Lustig aus Rohrendorf geliefert wird, wird also kultiviert von diesem Weingut. Ist auch ein Kulturprodukt. Also in Wirklichkeit ist es eine Kulturangelegenheit. Aber die Natur, das ist doch etwas ganz anderes. Also sozusagen, das ist Natur, nicht? Also Sie kennen vielleicht diese Gegend, das ist die Semmeringbahn, das ist, an sich ist die Semmeringbahn auch ein Kulturprodukt, aber die Semmeringbahn hineingestellt in diese Natur des Semmerings, da hinten die Rax, die damalige Sommerfrische. Und in dieser Naturlandschaft wollen wir mal davon ausgehen, dass Hasen sind. Dort leben Hasen. Ein Hase oder vielleicht mehrere Hasen, wir wissen nicht, wie viele. Wir haben keine Ahnung, wie viele Hasen dort leben. Wir nennen, weil wir es nicht wissen, die Anzahl der Hasen, die dort leben, einfach X. X ist das Unbekannte, Sie kennen das ja. Xenos ist das griechische Wort davon. Xenos ist das Fremde, das Unbekannte. X. Und wir wissen nicht, wie groß diese Zahl X der Hasen in diesem Gebiet, in diesem Revier ist. Das nehmen wir zum Beispiel an, wenn ich hier schreibe, dass X gleich 1 ist, dann meint diese 1, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht, dass gerade ein Hase dort ist, sondern das ist einfach die Einheit, die wir für X festgestellt haben. Sagen wir, wir messen X in 1000 Hasen, ja? Oder in 10.000 Hasen, je nachdem, wie groß das Revier ist. Also, wenn hier 1 steht, dann können wir uns gleichsam vorstellen, das ist damit sozusagen die Einheit von 1000 Hasen gemeint. Hier leben also, sagen wir, 1000 Hasen in dieser Landschaft. Aber es werden nicht immer 1000 Hasen bleiben, sondern, wie Sie vielleicht wissen, die Hasen werden immer mehr. Hasen vermehren sich. Also X wird mit der Zeit größer. X wird größer, X vermehrt sich, und das wird in der Mathematik ausgedrückt, indem man sagt, wir schreiben an, um wie viel sich X vermehrt. Isaac Newton, der größte Wissenschaftler Englands, vielleicht sogar der Welt, Isaac Newton hat dafür einen mathematischen Begriff erfunden. Er hat über das X einen Punkt gesetzt und sagt, X-Punkt, das nannte er die Fluxion vom griechischen Flux, der Fluss, Flumen ist der Fluss. Fluxion, die Änderung von X, wie sehr sich X ändert, die Änderungsrate, wie man auch sagt, und wie viel ändert sich die Zahl der Hasen. Und Sie sehen, ich habe hier eine Gleichung hingeschrieben, dass sich die Änderung der Hasen so ändert, wie die Anzahl der Hasen ist. Sie müssen das in folgender Weise interpretieren. Sagen wir, in unserem Revier sind jetzt 1000 Hasen. Wie viele Hasen werden im nächsten Jahr dort sein? Nun, die Änderung wird dann sein, um 1000 Hasen mehr. Dann werden 2000 Hasen dort sein. Und im übernächsten Jahr, nun ja, dann ist die Änderung jetzt 2000, das heißt um 2000 Hasen mehr, dann werden jetzt 4000 Hasen dort sein. Und im nächsten Jahr, jetzt ist X 4000 und die Änderung ist auch 4000, dann werden 8000 Hasen dort sein und so weiter. Sie werden sich sagen, woher wissen Sie, dass das X-Punkt gerade genau X ist? Das weiß ich ohne dies nicht. An sich müsste man da einen Proportionalitätsfaktor einführen, aber den lasse ich weg, einfach weil er nur stören würde bei der Überlegung. Also wir nehmen an, dass wir die Zeit in einer Skala so messen, dass die Änderung der Hasen bei der nächsten Zeiteinheit genauso groß ist wie die Anzahl der Hasen, die gerade jetzt vorhanden sind. Und da werden die Hasen einfach immer mehr und mehr und mehr und mehr.
Aber irgendwann einmal geht es nicht mehr. Irgendwann einmal spricht etwas dagegen. Irgendwann gibt es eine Bewegung, die dagegen wirkt, dass sich die Hasen vermehren. Die Überlegung ist die folgende: Wenn zwei Hasen zu einer Karotte hinkommen, nimmt der eine Hase die Karotte und der andere verhungert. Und dann haben wir wieder einen Hasen weniger. Also so einfach denkt die Mathematik. Sie wissen, so ist es in der Natur nicht, aber wir bilden, wie man sagt, ein Modell. Wir machen das Modell, das wir uns vorstellen, irgendwo ist eine Karotte. Und wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hase dorthin kommt? Nun, diese Wahrscheinlichkeit, dass ein Hase dorthin kommt, ist proportional zur Anzahl der Hasen, die es gibt. Je mehr Hasen es gibt, umso wahrscheinlicher ist es, dass ein Hase die Karotte findet. Klar. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Hasen gleichzeitig die Karotte finden? Nun, dann ist diese Wahrscheinlichkeit, dass ein Hase sie findet, mal der Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Hase sie auch noch findet. Also x mal x, x Quadrat. Ja? Und bei x Quadrat hat der zweite Hase, der die Karotte dann nicht erwischt, das Nachsehen und muss sterben. Das heißt, wir werden die Änderung jetzt ein bisschen sozusagen korrigieren. Die Änderung x Punkt ist jetzt nicht genau x, sondern es kommt etwas weg. Nämlich ein Term, eigentlich müsste auch wieder proportional sein. Ein Term proportional zum Quadrat, zu x Quadrat. Also x Punkt, die Änderung von x ist x minus x Quadrat. X, das ist sozusagen die Vermehrung, sie vermehren sich so viel da sind, minus x Quadrat, das ist die Nahrungsbremse, wir haben nicht genügend Nahrung im Quartier. Das ist die Idee. Und nun fragen wir uns, wie viele Hasen werden jetzt wirklich in diesem Revier sein? Irgendwann einmal wird sich sozusagen die Vermehrung in der Waage halten mit der Verminderung. Ja, dann wird sich die Zahl der Hasen sozusagen stabil halten. Das heißt, die Änderung selbst wird 0 sein. Wir fragen uns also, wann ist x Punkt, also x minus x Quadrat, gleich 0? Wann ändert sich plötzlich nichts mehr? Und wenn Sie diese Gleichung betrachten, x minus x Quadrat ist gleich 0. Kenner von Ihnen wissen, das ist eine quadratische Gleichung. Aber das brauchen Sie gar nicht zu wissen, denn Sie können sie sowieso lösen. Wenn Sie wissen, da kann man ja, wie man in Österreich schon sagt, x herausheben oder wie man in Deutschland sagt. Sie wissen ja, dieser Vortrag wird ja auf YouTube gestellt. Also wenn Sie es noch einmal genau verfolgen wollen, dann können Sie bei YouTube in ein paar Tagen dann nachschauen. Und es können sogar auch Menschen außerhalb unseres Landes diesen Vortrag verfolgen, da muss man auch das Wort ausklammern sagen. Also man kann x ausklammern, nicht x mal Klammer 1 minus x. Das ist das gleiche wie x minus x Quadrat. X mal 1 minus x muss 0 sein. Ja, und wenn x mal 1 minus x 0 ist, dann gibt es dafür zwei mögliche Lösungen. Und die eine ist ganz klar, dass das x selbst 0 ist. Dann ist das ganze Revier völlig ohne Hasen. Ja, wo kein Hase ist, kommt kein Hase hinzu. Ja, das ist eine Lösung dieser Gleichung, wo ich sage, wie bleibt es stabil? Immer bei Null. Aber wenn plötzlich ein Hasenbärchen ins Revier hineinkommt, dann passiert schon etwas. Es ist also nicht eine richtig stabile Lösung dieser Gleichung, sie ist eher labil, also sobald ein Hasenbärchen drinnen ist, könnte schon einiges geschehen und die Hasen vermehren sich, bis dann die Nahrungsaufnahme irgendwie die Bremse ein. Ja, es gibt aber noch eine zweite Lösung von dieser Gleichung, nicht? Das Produkt von x und 1 minus x ist 0. Entweder ist der erste Faktor x gleich 0 oder aber der zweite Faktor ist 0. 1 minus x ist 0. Ja, wenn 1 minus x 0 ist, dann muss x 1 sein. Aha. Also bei x ist 1. Und jetzt bitte, meine Damen und Herren, das ist nicht ein Hase, das wäre ja irgendwie traurig, sondern das ist einfach die Einheit, 1000 Hasen, 10.000, x ist gleich 1, ist eine zweite Lösung dieser Gleichung. Und jetzt wissen wir, dem Revier, es wird also x gleich 1, und das ist sogar sehr stabil. Ja? Würden ein paar Hasen plötzlich sich mehr vermehren, ist dann die Nahrung wieder weniger und sie würden sich dann wieder vermindern und es würde sich bei x gleich 1 schön brav einspielen. Und man hat das tatsächlich, wenn ich so sagen darf, in der Natur ausprobiert, dass diese Gleichung stimmt. Und zwar in Australien.
es waren an sich Kaninchen. Die Kaninchen wurden gehalten von den Einwanderern. Und ein Einwanderer hat so um 1850 sich gesagt, das wäre doch lustig, wenn ich so ein paar rauslasse in die freie Natur, dann kann ich sie dann so schießen gehen und ja. Und er hat 24 Kaninchen rausgelassen. 24 Kaninchen in Australien rausgelassen. Und in Australien gibt es keine natürlichen Feinde der Kaninchen. Und sie haben sich vermehrt genau nach dieser Gleichung. Unglaubliche Kaninchenplage. Sie vermehrten sich wirklich so lange, bis sie alles weggefressen hatten. Und dann hat sich irgendwie stabilisiert. Also es ist tatsächlich in der Natur so, dass dieser Prozess des Vermehrens sich so mathematisch abbilden lässt. Also Sie sehen, die Mathematik ist in der Lage, natürliche Prozesse zu beschreiben. Nicht, dass wir sie verstehen, sondern wir haben ein kleines Modell, eine Gleichung, und die Gleichung macht das Gleiche, was scheinbar die Natur macht. Ja, die Natur macht es natürlich viel, viel komplizierter. Und ich kann gar nicht verstehen, wie genau es die Natur macht. Aber ein bisschen etwas, einen Aspekt herauslesen kann man daraus. Ja. Die Vorstellung, wieso kommt es dazu, dass dann plötzlich irgendwann einmal eine Vermehrung stattfindet und dann eine Stabilität eintritt. Währenddessen, am Semmering passiert das nicht, wie in Australien. Am Semmering ist nämlich das Glück, dass es neben den Hasen in dem Revier auch Füchse gibt. Wie viele Füchse es gibt, weiß ich nicht. Es gibt vielleicht nur ein paar wenige Füchse oder es gibt hunderte Füchse, ich habe keine Ahnung. Und da ich nicht weiß, wie viele Füchse es gibt, nenne ich die Anzahl der Füchse, wenn ich es nicht weiß, mit einem Buchstaben, nenne ich Y. Und nun wollen wir die Dynamik zwischen Hasen und Füchsen verstehen. Wie schaut das aus? Also, auf der einen Seite wissen wir, die Hasen, die vermehren sich. Die vermehren sich wie wild und wir haben das schon gelernt, die Änderung von x-Punkt ist praktisch so groß wie x selbst. In Wirklichkeit proportional, aber ich lasse den Proportionalitätsfaktor der Einfachheit halber weg. Also je mehr Hasen da sind, umso mehr vermehren sie sich. Aber irgendwann einmal werden die Füchse merken, da ist Futter und es werden Füchse ins Revier kommen. Immer mehr und mehr Füchse werden kommen. Wie werden die Anzahl der Füchse sich vergrößern? Wie ändert sich Y? Wie schreibt Newton dafür, dass sich Y ändert? Er schreibt Y mit einem Punkt oben. Y Punkt, das ist die Änderung von Y. Und die Änderung von Y ist proportional dazu, dass ein Fuchs auf einen Hasen trifft. Denn dann weiß er, Futter ist da. Da können Nachbarn auch noch kommen, die werden auch etwas beziehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hase und ein Fuchs aufeinandertreffen, ist sozusagen proportional zu x, zur Zahl der Hasen, und proportional zu y, zur Zahl der Füchse, also x mal y. Das heißt, die Änderung von y wird proportional zu x mal y sein. Und so werden sich die Füchse im Revier immer mehr und mehr aufhalten. Es wird immer mehr und mehr Füchse geben. Und es ist klar, viele Füchse sind der Hasen tot. Also es werden die Hasen immer weniger und weniger werden. Einfach deshalb, weil die Hasen von den Füchsen gefressen werden. Was für die Füchse gut ist, nämlich x mal y, das vermehrt sie ja, ist für die Hasen schlecht. Da sterben sie ja. Also da kommt sozusagen ein Anteil minus. Minus, das heißt, es geht bergab. Minus x mal y. X-Punkt ist jetzt nicht mehr proportional zu x, wie unten, sondern hier oben ist es proportional zu minus xy. Und es werden die Hasen immer weniger und weniger werden. Ja, was ist, wenn die Hasen weniger und weniger werden? Da werden die Füchse sagen, in dem Revier gibt es nichts zu holen. Und die Füchse werden sich zurückziehen. Die Füchse werden sich zurückziehen und das y-Punkt wird also proportional zu y sein, aber jetzt mit einem Minus versehen. Y-Punkt ist minus y. Und das ist der Zyklus in diesem Revier. Das heißt, diesen Zyklus beschreiben wir durch zwei Gleichungen. Die Änderung von x ist auf der einen Seite die Zunahme, also x-Punkt ist x, das ist die Zunahme, minus xy, Hasen werden gefressen. Und die Änderung der Füchse, y-Punkt,
Das ist, ihre Zunahme ist, wenn Fuchs Hase trifft, xy, minus y, wenn zu viele Füchse und keine Hasen da sind, dann geht es wieder zurück. Also haben Sie hier dieses Gleichungssystem von Änderungen, das Räuberbeutesystem, so nennen das die Mathematiker. Und das ist nicht nur bei Hasen und Füchsen so, das ist auch bei Raupen und Singvögeln so, das ist bei Karpfen und Hechten so und bei vielen anderen biologischen Prozessen. Immer müssen zwei Akteure vorhanden sein, der eine lebt auf Kosten des anderen. Und die Lösung ist dann sozusagen dieser Zyklus, der herauskommt. So ändert sich mit der Zeit die Zahl der Hasen, sie wird größer, sie wird aber nur bis zu einem gewissen Punkt größer, dann nehmen wir die Zahl der Füchse zu, dann werden die Hasen weniger, dann werden die Füchse wieder weniger, wenn die Füchse wieder nicht mehr da sind, sagen sich die Hasen, das ist aber schön, jetzt können wir uns glücklich vermehren, sie vermehren sich, da kommen wieder die Füchse dazu und so weiter. Und so läuft das umher. Das ist eine Möglichkeit dieser Lösung. Oder eine andere Möglichkeit ist es, dass es ein bisschen sozusagen in einem kleineren Zyklus herumläuft oder in einem noch kleineren Zyklus herumläuft. Es läuft herum gleichsam um einen Stabilitätspunkt, um einen Punkt, wo das Gleichgewicht erreicht ist. Da sind also im Revier immer ungefähr gleich viel Hasen dort und immer ungefähr gleich viel Füchse dort. Und wie viele Hasen werden es sein? Wie viele Füchse werden es sein? Nun, das ist gar nicht so schwer auszurechnen. Bedenken Sie die obere Gleichung. Da können wir ja x herausheben oder ausklammern. Also x mal Klammer 1 minus y. Und bei der unteren Gleichung, da können wir y herausheben oder ausklammern. Das ist y mal Klammer x minus 1. Und wenn sich nichts ändern sollte, dann muss x Punkt 0 sein. Und y-Punkt muss 0 sein. Es ändert sich ja nichts. Also die müssten dann 0 sein. Die müssten 0 sein. Da gibt es eine Möglichkeit, dass sowohl x als auch y, die beiden ersten Faktoren, 0 sind. Das ist klar. Also wenn x gleich 0 ist, kein Hase, y gleich 0, kein Fuchs. Und die Jäger sind traurig. Weder Hase noch Fuchs. Es ist nichts dort. Also wenn Sie so wollen, das ist etwa das Museumsquartier, nicht? Und da werden plötzlich auch keine Hasen und Füchse da sein. Es ist einfach null. Aber die andere, die interessantere Lösung ist, dass die zweiten Faktoren x minus 1 und 1 minus y beide null sind. Das ist dann der Fall, wenn x gleich 1 und wenn y gleich 1 ist. Also wenn y gleich 1 ist, habe ich diese Höhe und wenn x gleich 1 ist, habe ich diese Breite. Da hier habe ich also diesen Fixpunkt, diesen stabilen Punkt gefunden. Und jetzt haben wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt haben wir Mathematik gemacht, immer an Hasen und Füchse gedacht, aber in Wirklichkeit ist es Mathematik und die Hasen und die Füchse, die können wir weglassen. Wissen Sie, Sie haben in Wirklichkeit eine Differentialgleichung beschrieben, Sie haben sie gelöst. Sie ahnen gar nicht, es gehört in die drittes, viertes Semester von dem Studium, also Sie sind also weit über Pisa. Ja? Nein. Eigentlich das Interessanteste ist diese ganz kleine Lösung da, die um x gleich 1 und y gleich 1 herumläuft. Ja? Die schaut so elliptisch aus. Ja? Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Wir könnten uns Folgendes überlegen. Wir können ja, wo x gleich 1 ist, eine neue, parallel zur y-Achse gelegene Achse legen, die nenne ich die U-Achse. Ja? Also, und parallel zur x-Achse lege ich durch diesen Stabilitätspunkt, eine neue Achse, ist nämlich die V-Achse. Und wo die U-Achse liegt, dort ist das V gleich 0. Das V ist dort 0, wo x gleich 1 ist. Also das V ist das x und 1 davon abgezogen. Das ist die Variable V. Und das U ist gleich 0, dort wo y gleich 1 ist. Dort ist U gleich 0. Also U ist das y und 1 davon abgezogen. Und die Änderung von y ist ja das gleiche wie die Änderung von u. Also u-Punkt ist das gleiche wie das y-Punkt. Und die Änderung von x ist die gleiche Änderung wie die Änderung von v. Egal, ob sich x ändert oder v ändert, die ändern sich gleich. Auf das minus 1 kommt es nicht an.
Damit können wir jetzt aber versuchen, dieser Gleichung ein bisschen mehr herauszuholen. Wir haben uns ja gesagt, wir betrachten nur Bewegungen ganz in der Nähe von diesem Gleichgewichtspunkt, wo das y praktisch 1 ist. Wenn das y praktisch 1 ist, kann ich diesen Faktor y durch 1 ersetzen, weil das y ist ja praktisch 1. Ja. Und dann steht O Punkt ist gleich eigentlich x minus 1. Und x minus 1, das ist ja das v. Also O Punkt ist das v. Und oben kann ich schreiben, ja, statt x, wenn ich nur ganz kleine Bewegungen betrachte, ist ja das x praktisch 1. Ich ersetze das x durch 1. Da sehen Sie, da steht oben 1 minus y. 1 minus y ist gerade das Entgegengesetzte von y minus 1. Das Entgegengesetzte von y minus 1, das Entgegengesetzte von u. Also steht v Punkt ist gleich minus u. Also Sie sehen, Sie haben eigentlich das Gleichungssystem U Punkt ist gleich V und V Punkt ist gleich minus U. Das schaut schon viel, viel einfacher aus. Und das lieben die Mathematiker. Die Mathematiker, Sie werden es nicht glauben, wollen immer das Einfache haben, nicht das Komplizierte. Denn damit können wir die Situation viel besser untersuchen. Wir vergessen jetzt die x und die y und schauen uns nur an dieses System. Und Sie werden es nicht ahnen, dieses System, u Punkt ist v und v Punkt ist minus u, genau dieses System kommt auch in der Natur vor. Aber ganz woanders. Nicht bei Hasen, nicht bei Füchsen, sondern bei einem Pendler. Oder bei einem Gewicht, das an einer Feder aufgehängt ist. Und u ist, wenn Sie so wollen, die Höhe dieses Gewichtes, der untere Rand von dem Gewicht, das misst man bei U. U ist, wie weit sich dieses Gewicht hinauf und hinunter bewegt. Von der U ist gleich Nullachse weg. Ja. Also wenn zum Beispiel die Feder nach unten gespannt wird, ja, es wird nach unten gezogen, dann ist das U kleiner 0. Und V, was ist das V? V ist ja U-Punkt. V ist die Änderung dieser Position. Die Änderung einer Position nennt man die Geschwindigkeit. Lateinisch velocitas. Insofern ist V ein ganz guter Buchstabe. Also V ist die Änderung der Position. Und in dieser Position, wo das U kleiner 0 ist, sehen wir, das U-Punkt selbst, das V ist 0. Der Körper befindet sich ja genau auf der U-Achse, das V ist 0, aber das V-Punkt, die Geschwindigkeit, die sich ändert, die ändert sich jetzt, also das V selbst ist 0, aber die Geschwindigkeit, die wird jetzt positiv. Die Geschwindigkeit wird positiv. Das Ding wird jetzt nach oben gehoben, weil die Geschwindigkeit positiv ist. Also wird jetzt diese Masse da nach oben gehoben. In diese Position. In dieser Position ist das V, die Geschwindigkeit, größer als 0. Die Geschwindigkeit V ist größer als 0, aber der Körper befindet sich jetzt in der Lage von U ist gleich 0. Und dort bleibt er aber nicht. Dort bleibt er aber nicht, denn er wird weiter hinaufgetrieben. Er wird weiter hinaufgetrieben, so weit hinauf, bis das U größer als 0 ist, bis die Geschwindigkeit aber aufhört, wo das V gleich 0 ist, also V ist 0, keine Geschwindigkeit mehr in dieser oberen Position, aber dafür ist das V-Punkt, die Geschwindigkeit wird jetzt in die negative Richtung geführt. In die negative Richtung geführt, der Körper wird also jetzt wieder nach unten getrieben. Jetzt sehen Sie, ist die Geschwindigkeit wirklich negativ? Der Körper bewegt sich ja nach unten hin. Also, V ist kleiner als 0. Währenddessen, die Geschwindigkeit ändert sich in dieser Position gerade nicht. Ja? U ist gleich 0. Und nun wird der Körper wieder hinabgeführt in die ursprüngliche Position, von der wir ausgegangen sind. Und so beschreiben wir mit diesen beiden Gleichungen, U-Punkt ist V und V-Punkt ist minus U, die Bewegung dieses Körpers, der an einer Feder aufgehängt ist, wie sie sich hinauf und hinunter bewegt.
Und so, wie sich die Feder spannt und entspannt und der Körper sich hinauf und runter bewegt, so ändert sich in gleicher Weise die Zahl der Hasen und die Zahl der Füchse. Also Sie sehen, wir haben ein Modell, ein mathematisches Modell für verschiedene Dinge in der Natur, wo Sie sagen, das sind ja völlig verschiedene. Das eine ist belebt, das andere ist unbelebt, aber das mathematische Modell ist eigentlich das Gleiche. Und das Schöne ist, es ist nicht die einzige Möglichkeit, dieses Modell zu sehen. Sie können das Ganze auch betrachten elektrisch. Elektrisch, hier sehen Sie einen sogenannten Schwingkreis. Der besteht auf der rechten Seite aus zwei Platten. Das sind die zwei schwarzen Striche. Das sind in Wirklichkeit Platten. Auf den Platten können sich aufhalten positive und negativ geladene Teilchen. Also die negativ geladenen Teilchen nennt man Elektronen und die positiv geladenen Teilchen, die es gar nicht gibt, nennt man Elektronenlöcher. Das ist also ein Mangel an Elektronen. Ja. Diese beiden Platten werden verbunden durch Drähte auf der anderen Seite, auf der linken Seite, mit einer Spule. Und wir nehmen an, wir gehen davon aus, dass U jetzt die Spannung ist und dass das V, oder wenn Sie so wollen, die Ladung ist, das ist der bessere Begriff, und das V ist die Änderung dieser Ladung. Die Änderung dieser Ladung ist dann der Strom, der dann fließt. Also gehen wir zum Beispiel davon aus, bei den Platten sei es so, dass die unteren Platten voll von Elektronenlöcher sind, also die ist positiv geladen, und die obere Platte, die ist voll von Elektronen. Dann besteht also zwischen diesen beiden Platten, wie man so sagt, ein elektrisches Feld. Und nun sagen die Elektronenlöcher, ich möchte aber zu den Elektronen hin, und die Elektronen sagen, ich möchte zu den Elektronenlöchern hin. Also wir haben einmal die Position, dass das U kleiner als 0 ist. Ja? Also die positive Ladung ist unten. Das V selbst ist 0, es fließt kein Strom. Und das Minus U ist positiv. Es fließt zwar kein Strom, aber es wird jetzt bald Strom fließen. Es wird bald Strom fließen. Tatsächlich wird der Strom fließen. Es werden die positiven Teilchen hinauf und die negativen Teilchen hinunterfließen. Durch diese Spule hindurch. Und wenn ein Strom durch eine Spule hindurchfließt, dann entsteht ein sogenanntes magnetisches Feld. Und Sie sehen, in dieser Position ist der Strom V positiv, währenddessen geladen ist jetzt nichts, U ist 0. Der Strom hat sozusagen seinen größten Wert, weil er sich nicht mehr ändert. Es fließt aber weiter, so weit hinauf, bis dann plötzlich die Elektronenlöcher oben bei der oberen Platte sind, während die Elektronen unten bei der unteren Platte angekommen sind. Jetzt fließt kein Strom mehr, nicht? Das V ist 0, dafür habe ich wieder Ladungen. Jetzt ist die positive Ladung oben, also das U ist positiv, während das V 0 ist. V ist 0, U ist positiv, minus U ist negativ. Das heißt, in Kürze wird jetzt wieder Strom fließen, aber zwar in die andere Richtung. Jetzt geht es wieder retour. Es fließen die positiven Elektronenlöcher hinunter und die Elektronen fließen über die Spule hinauf und wieder entsteht ein Magnetfeld, aber jetzt verkehrt herum gepolt. Also V ist jetzt negativ und U selbst ist 0. Das heißt, jetzt ändert sich die Geschwindigkeit in diesem Moment gerade nicht. Sie hat den minimalen Wert erreicht und wird jetzt immer kleiner und kleiner werden, bis wir wieder die Ausgangsposition von vorher erreicht haben. Und genauso wie die Masse sich bei der Feder hinauf und hinunter bewegt, entlang dieser Ellipsis, in Wirklichkeit eine Ellipse, die herauskommt, genauso bewegen sich die Ladungen hin und her und entstehen Felder entlang dieser Ellipse. Und jetzt könnte man diesen Schwingkreis nehmen und sich sagen, naja, ich tue es ein bisschen verformen, wir machen jetzt etwas Geometrie, verforme ihn. Ich werde jetzt, sagen wir, die beiden Platten voneinander weggestreckt lassen. Ja, sie werden sich ganz weit voneinander wegstrecken, sodass der Schwingkreis dann plötzlich so ausschaut. Und solche Schwingkreise kennen Sie, weil die gibt es in der Natur.
Auch wieder in der Nähe vom Semmering, am Sonnwendstein ist zum Beispiel so einer. Da sehen Sie ihn, da ist er. Und das schwingt tatsächlich so hin und her. Das schwingt tatsächlich so hin und her und es entstehen diese elektrischen und diese magnetischen Felder. Und weil er jetzt sozusagen so verformt ist, können sich diese Felder von diesem Schwingkreis lösen und wegbewegen. Die bewegen sich einfach hier von diesem Sendemast weg. Darum heißt es auch Sendemast, weil da gehen elektrische und magnetische Felder mit Lichtgeschwindigkeit weg. Also wenn Sie das Ganze von der Entfernung betrachten, hier vom Semmering aus betrachtet den Sonnwendstein, dann gehen also die elektromagnetischen Felder weg und weiter weg und weiter weg und weiter weg in die ganze Welt hinein. Eine Erkenntnis, die der große Physiker Maxwell in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefunden hat. Und Sie sehen, auch das ist Natur. Von den Hasen bis hierher. Und man hatte diese Felder schon lang gesehen, denn solche elektromagnetischen Felder, das sind auch Lichtwellen. Und wenn Sie in der Nacht betrachten die Sterne, das Licht der Sterne, das sind solche Schwingungen. Und das Licht ist das allererste Naturphänomen, das man überhaupt gesehen hat. Im Anfang, ja, wurde das Licht geschaffen. Ja. Vor allem das Licht der Sonne. Das sind auch diese Wellen. Eben diese Wellen. Ein Modell, und es wird sozusagen alles beschrieben, und ich möchte noch einmal betonen, es wird überhaupt nicht genau beschrieben, sondern nur eine Ahnung vermittelt. Es hat mit der Wirklichkeit eigentlich nichts zu tun. Das Modell ist in unserem Kopf. Wir konstruieren in unserem Kopf ein Modell und sehen dann, irgendwie in der Natur scheinen Aspekte, nicht alles, nur Aspekte der Natur von diesem Modell erfasst. Also ich warne vor der Hybris, dass man sagt, wir können die Mathematik dazu verwenden, um die ganze Natur vollinhaltlich zu erfassen. Das ist chancenlos, nur wenigstens Aspekte und ein bisschen erfassen. Und dieses Sonnenlicht, das hier auf die Erde scheint, das ist tatsächlich der Motor all dessen, das unser Leben bestimmt, vor allem das Wetter. Die Sonne ist die Triebkraft der gesamten atmosphärischen Bewegungen, das ganze Wetter hängt damit zusammen. Und selbst da gibt es Modelle. Nur damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Modelle aussehen und wo die Grenzen der Mathematik sind, will ich sie Ihnen ganz einfach darstellen. Also beim Wetter ist es so, dass ein Meteorologe, Edward Lorenz, versuchte, ein paar Aspekte dieses Wetters wieder mit derartigen Gleichungen, wie ich sie vorher beschrieben habe, darzustellen. Und zwar, das ist der Trick, er braucht mehr als zwei Variablen, also jetzt nicht x und y, sondern er nimmt jetzt drei Variablen, x, y und z, also drei. Und da hat Lorenz betrachtet, das hat das Wetter ungefähr simuliert, ähnliche Gleichungen, wie ich sie vorher angeschaut habe. Ich will sie Ihnen aufschreiben, ohne weitere Bemerkungen dazu zu machen. Also x ändert sich folgendermaßen, x Punkt ist, das war bei Lorenz so, 10y minus 10x. Also so ändert sich x. Was x und was y und was z sein sollen, weiß ich selbst auch nicht. Druck, Temperatur, keine Ahnung, irgendetwas, was man halt messen kann. Also x ändert sich nach der Gleichung 10y minus 10x. Y ändert sich nach der Gleichung 28x minus xz minus y. Dieses xz ist das Gemeine, das ist ein Produkt, damit sind die Gleichungen etwas kompliziert. Und das Z-Punkt ist xy, das ist auch irgendwie gemein, das macht sie so, wie man sagt, nicht linear, minus 8z Drittel. Das hat Lorenz untersucht. Fragen Sie mich bitte nicht, wie auf diese Zahlen gekommen sind, fragen Sie mich bitte nicht, was diese Buchstaben bedeuten. Es sind Modellversuche, um das Wetter darzustellen. Das Einzige, was ich Ihnen darstellen kann, ist, wie jetzt, Sie können sich erinnern, damals haben wir diese Art Ellipsen gehabt oder Oval gehabt, wie jetzt die Lösungen dieser Gleichung ausschauen und es schaut nämlich ziemlich kompliziert aus. Die ist derart kompliziert, dass wir wissen, selbst wenn man so ein einfaches, es ist ja wirklich
drei Gleichungen. Sie müssen sich vorstellen, das Wetter ist viel, viel komplizierter, als nur mit drei Gleichungen zu beschreiben. Viel, viel komplizierter. Aber nur drei Gleichungen. Und schon bekommen Sie eine derartig eigenartige Lösung heraus, die so gestaltet ist, dass man nicht weiß, wann diese Lösungskurve, diese blaue Kurve, von links nach rechts hin und her springt. Das kann man nicht vorausberechnen. Man kann sogar beweisen, dass man es nicht vorausberechnen kann. Also wir wissen, dass wir Grenzen haben. Das ist das Allerwichtigste. Das ist die allerwichtigste Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte. Also wenn wir versuchen, die Natur zu beschreiben, das gelingt in gewissen Maßen. Aber es gelingt sicherlich nicht total. Und selbst wenn man eine Beschreibung mit Gleichungen hat, die Lösungen sind manchmal so kompliziert, dass damit keine Prognosen möglich sind. Also in der Astronomie, da kann man schon Prognosen über Jahrhunderte, ich sage sogar über Jahrtausende feststellen. Man weiß, wann Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse stattfinden werden, sogar auf Minuten genau, und die treffen tatsächlich ein. Aber beim Wetter sind die Prognosen viel, viel komplizierter. Und sie werden aufgrund dieser komplizierten Gleichungen niemals so gelingen, dass man sagen kann, wir haben jetzt den 100-jährigen Kalender gerettet und jetzt ist er mathematisch abgesichert. Das wird nie, nie, nie gelingen. Und wir können mathematisch beweisen, dass es nicht gelingen wird. Nicht einmal einen einjährigen Kalender kriegen sie hin. Das sei all denen gesagt, die sagen, wir wissen genau, wie sich das Wetter in Jahrmillionen entwickeln wird. So einfach ist es ganz bestimmt nicht. Also um es sozusagen noch einmal in Erinnerung zu rufen. Das allereinfachste Modell war das Eindimensionale. Ein Hasenpärchen und schon beginnt das Unglück und es kommen viele, 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 viele. Und dann das Zweidimensionale, da haben wir noch den Überblick gehabt. Dieser Zyklus, der sich bewegt um einen stabilen Punkt, Hasen und Füchse. Und viel, viel komplizierter schon beim Dreidimensionalen, schon ab der dritten Dimension. Ich will gar nicht von 26 Dimensionen oder 138 Dimensionen sprechen, die es natürlich in der Natur gibt. Insofern gibt, als es Modelle gibt, die das auch berücksichtigen müssten. Und wir wissen, dass wir da mit unseren Gleichungen keine Chance haben, zu Lösungen zu gelangen. Also diese drei Szenarien sind erst der Anfang von dem, wie man mit Mathematik Natur beschreiben kann. Beschreiben insofern, als wir ein wenig Ahnung haben, wie gewisse Prozesse funktionieren, Aspekte davon, genug Ahnung haben, das möchte ich auch betonen, um gestaltend darin eingreifen zu können. Das ist nämlich unsere Leistung. Wir sind nicht in der Lage, die Natur zu verstehen, aber wir sind dann in der Lage, ein bisschen die Natur zu überlisten zu unseren Gunsten. Das ist die Kunst der Ingenieure. Darauf möchte ich hinweisen. Die Ingenieure sind die Genies, das Wort Ingenieur hat ja das Wort Genie in sich, die es zustande bringen, die Natur so zu überlisten, dass wir damit die Welt zu unserem Vorteil, so hoffen wir, gestalten können. Soweit es in gewissen Rahmen gelingt, man muss immer unfassbar Acht geben, denn das meiste, meine sehr verehrten Damen und Herren, das meiste ist unberechenbar. Gott sei Dank. Und trotzdem hat es einen gewissen ästhetischen Reiz. Das möchte ich Ihnen jetzt noch zum Schluss darstellen. Also betrachten wir also einfach jetzt nur die Häschen. Die Häschen, die sich da vermehren, und wir wollen haben, dass sie unfassbar viel, also praktisch unendlich viel Futter vorfinden, also sie vermehren sich ohne Grenzen. Wie vermehren sich die Hasen? Und die Antwort fand bereits ein Mathematiker des 13., 14. Jahrhunderts. Er sagte, wir fangen an mit einem Hasenpärchen und dann geht es weiter. Es muss schon ein Pärchen sein, also das ist schon notwendig. Aber wir fangen an mit einem Hasenpärchen und dann geht es weiter. Dann gibt es zwei. Ja. Und dann, die Hasen sind nicht faul, dann kommt jetzt noch ein drittes Pärchen hinzu. Ja. Jetzt werden die ersten zwei werden jetzt noch weiter fertil sein und die werden jetzt noch zwei weitere Pärchen dazugeben, sodass man insgesamt jetzt fünf Pärchen hat.
Jetzt sind dann die drei Pärchen weiter fertil und werden dafür sorgen, dass man jetzt dann 8 Pärchen hat. Und dann geht es weiter mit 13 Pärchen und so steigt das an. Denken Sie an Australien. Also hier sehen Sie praktisch Australien modelliert. Ein bisschen weiter nach links noch fortgesetzt. So gigantisch geht das. Das ist doch ganz interessant. So vermehren sie sich. Und wir können das Gesetz natürlich also sofort heraussehen, wie diese Zahlen zustande kommen, die dieser Mathematiker Leonardo di Pisa, hat er geheißen, und er ist der Filius des Bonacci, darum nannte man ihn auch den Fibonacci, wie diese Hasen sich also vermehren. Also die erste 1 entsteht, indem man 0 und 1 addiert. Der 2 entsteht, indem man 1 und 1 addiert, 1 und 1 ergibt 2. Der 3 entsteht, indem man 1 und 2 addiert. Der 5 entsteht, indem man 2 und 3 addiert. Der 8 entsteht, indem man 3 und 5 addiert. Der 13 entsteht, indem man 5 und 8 addiert. Und so geht das weiter. Und Sie sehen sofort das Gesetz, nachdem sich die Hasen vermehren. Die beiden Einser in der linken Spalte werden jetzt zu den Summanden. 1 und 2 auf der zweiten Spalte werden jetzt in der dritten Spalte zu den Summanden. 2 und 3 auf der dritten Spalte werden in der vierten Spalte zum Summanden. 3 und 5 in der vierten Spalte werden in der fünften Spalte zum Summanden. 5 und 8 werden jetzt wieder das Summanden. Und so geht das weiter. Und so weiter und so weiter. Und dahinter, auch das hat Fibonacci schon erkannt, verbirgt sich ein Geheimnis. Lassen Sie die erste Zeile einmal weg und auch die Pfeile. Dann sehen Sie, wie schön eigentlich Brüche. Und die wollen wir uns ausrechnen. Wie viel ist denn das? Nun, 1 durch 1 ergibt 1. Und 1 durch 2, das ergibt 0,5. Und 2 durch 3, das ergibt 0,666666 und so weiter, also ungefähr 0,67. Und 3 durch 5, das ist das 6/10, das ist also 0,6. Und 5 durch 8, das ist 0,625, Sie können es nachtippen, es stimmt, also das tue ich auf, runden auf 0,63. Und 8 durch 13, das ist schon ein bisschen haarig, aber 6 mal 13 ist 78, also das ergibt 0,61 ungefähr. Und das geht so weiter. Und Sie sehen, das strebt zu einer Größe hin. Zu einer Größe hin, die dann zum Schluss 0,618033988749 und so weiter und so weiter und so weiter lautet. Und diese Größe nannte man seit alters her das Verhältnis des sogenannten goldenen Schnittes. Manche nennen 1,618033 und so weiter das Verhältnis des goldenen Schnittes, das ist nur der Kehrwert von der Größe, die dasteht. Dieser goldene Schnitt, so sagte man nämlich, ist schön. Schön. Weil das schöne Rechteck ist so gestaltet, dass sich die Höhe des Rechtecks zur Breite des Rechtecks verhält wie 0,618033988749 und so weiter und so weiter. Dies ist das goldene Rechteck. Und man hat es sogar ausprobiert, man hat Menschen gesagt, sie mögen doch bitte ein Rechteck skizzieren, und die meisten, die ein Rechteck skizziert hatten, hatten kein Quadrat skizziert, denn die meisten Menschen sagen, ein Quadrat ist kein Rechteck, das sagen nur Mathematiker, und dann ist ein längliches Rechteck, das machen auch, man skizziert, und die Bilderrahmen sind eigentlich immer goldene Rechtecke, bevorzugt. Und was liegt an diesem goldenen Rechteck zugrunde? Nun, die Idee ist die, wenn Sie ein goldenes Rechteck hier im Querformat haben und ein Quadrat abteilen, dann halten Sie ein goldenes Rechteck im Hochformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab, halten Sie wieder ein goldenes Rechteck im Querformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab und Sie halten ein goldenes Rechteck im Hochformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab und Sie halten ein goldenes Rechteck im Querformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab und Sie halten ein goldenes Rechteck im Hochformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab und Sie erhalten ein goldenes Rechteck im Querformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab und Sie halten ein goldenes Rechteck im Hochformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab und Sie halten ein goldenes Rechteck im Querformat. Und Sie teilen ein Quadrat ab und Sie halten ein goldenes. Und das geht so weiter bis ins Unendliche. Und plötzlich spürt man aus dieser Figur heraus fast so etwas wie Dynamik. Diese Dynamik, die da herauskommt. Dass diese Spirale heißt die goldene Spirale. Und was das Unglaubliche ist, die goldene Spirale
Sie wird verwirklicht in der Natur. Das ist ein Wunder. Auch im Widerhorn. Auch bei den Fruchtständen der Sonnenblume. Überall findet man die goldene Spirale. Und auch das goldene Rechteck finden Sie. Das Verhältnis vom Scheitel bis zum Nabel und vom Nabel bis zur Sohle ist beim Menschen ungefähr der goldene Schnitt. Das Verhältnis vom Scheitel bis zur Nasenwurzel, von der Nasenwurzel bis zum Kinn ist ungefähr der goldene Schnitt. Das Verhältnis der Höhe des Gesichtes zur Breite des Gesichtes ist der goldene Schnitt. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich ein Selfie machen und schauen, ob Sie schön sind. Wobei, die wahre Lösung, es soll nicht genau 0,618033398, wenn Sie das genau herausbekommen, dann würde ich sagen, melden Sie sich bei irgendwelchen CDE-Movies in Amerika, da sucht man diese Leute, die jeder wie der andere ausschaut. Das ist, man muss ein bisschen von der Schönheit abweichen, dann ist es nämlich wirklich apart und schön. Ja? Also der Trick liegt darin, man muss die Ahnung bekommen von Schönheit. Die Schönheit entsteht nämlich, wenn ich das Gesicht der Person betrachte, die ich liebe, und ich sehe sie im goldenen Schnitt. Sie muss sie gar nicht sein, verstehen Sie mich? Darauf kommt es an. Das macht nämlich auch das wirkliche Kunstwerk. Wenn Sie in ein Museum gehen und Sie ein Bild betrachten, dann entsteht dieses Bild als Kunstwerk durch Ihr Hinsehen. Und alle kleinen Fehler, die der Künstler gemacht hat, sehen Sie nicht, weil Sie das Kunstwerk so sehen, wie es sein soll. Weil Sie durch Ihr Hinschauen das Kunstwerk machen. Das muss ich Ihnen hier also in diesem Kunstareal des Museumsquartiers sagen. Wenn Sie also ein Kunstwerk betrachten, haben Sie eine unfassbare Verantwortung dem Kunstwerk gegenüber. Sie müssen es sich zum Kunstwerk machen. Ein Museum in der Nacht, wo nur die Museumswärter herumlaufen und eh ohne dies nichts anschauen, außer die Flasche, die ja so bei ihrem Büro dort steht, da gibt es keine Kunst. Die Kunst ist erst dann da, wenn das Museum geöffnet ist und die Besucher hineinkommen. Dann entsteht Kunst durch das Betrachten. Und auch der Nautilus ist nicht ganz exakt der goldene Schnitt. Also nicht ganz exakt die goldene Spirale. Aber wir sehen es darin. Wir projizieren und sagen dann, das ist Natur, aber es ist unsere Projektion. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und trotzdem ist es eigenartig, dass es so gut funktioniert. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Sie haben gesehen, ein primitives Differentialgleichungssystem, Hasen, Füchse, Pendel, das rauf und runter sich bewegt, ein Schwingkreis in der Elektrodynamik. Warum gelingt das? Das hat der aus Ungarn kommende und in Amerika wirkende Physiker Eugene Wigner gesagt. Er war so beeindruckt davon, über, wie er es nannte, the unreasonable effectiveness of mathematics. Warum funktioniert Mathematik so gut? Und Wigner hat geschrieben, zum Schluss dieses Buches, er weiß es nicht. Und manche haben Lösungsvorschläge gegeben, aber die meisten sagen, wir wissen es nicht. Es funktioniert wirklich erstaunlich gut. So, dass man fast glaubt, die Welt besteht aus Mathematik. Aber das ist nicht wahr. Die Mathematik ist nur in unserem Kopf und sonst nirgends. Und wir erfinden Modelle und viele Dinge der Welt gehorchen ihnen. Es ist unfassbar. Fast alles gehorcht so, wie wir es in den Modellen haben wollen. Fast alles. Manches gehorcht nicht so. Und darüber möchte ich dann in einem Monat zu Ihnen sprechen. Wenn ich dann sprechen werde über, Sie wissen ja, an sich ist die Natur ja der Nährboden für alle Wirtschaft, die wir haben. Der erste wirtschaftliche Prozesse sind aus der Landwirtschaft gekommen. Also der Wein, den wir trinken, nicht? Vom Weingut Lustig vor allem. Das ist einmal Beginn von Wirtschaft. Aber dann geht es weiter. Und irgendwann einmal spielt Wirtschaft verrückt. Ja? Und können wir das verstehen, warum Wirtschaft verrückt spielt? Und wie gelingt das? Und was passiert da alles? Also meine sehr verehrten Damen und Herren, Metzbis hört nicht auf. Meine Frau und ich, wir machen weiter. Wir machen jedenfalls weiter bis zum 6. Mai.
um 19 Uhr, sogar bis am 6. Mai um 20 Uhr, denn von 19 Uhr bis 20 Uhr wird ungefähr der Vortrag dauern. Und das würde uns sehr freuen, wenn Sie bei diesem Vortrag wieder dabei sind, denn dann haben wir den Impetus, noch ein wenig weiterzumachen. Und in dem Sinne danke ich Ihnen herzlich für die heutige Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben einen leisen Eindruck bekommen. Es gäbe viel mehr zu erzählen, als ich hier in dieser Stunde erzählen konnte. Aber eine Ahnung davon zu vermitteln, das ist das Schöne. Man soll ja nicht immer alles wissen, sondern nur ahnen. Das ist viel, viel besser, glauben Sie mir. Bei mir geht es genauso wie Ihnen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Thank you.